Zu den eindeutigen Superstars hier auf der CAR 2019 zählt die Firma EREMA, denn Recycling und die Kreislaufwirtschaft stehen hier im Fokus. Manfred Hacke, vor der CAR haben Sie der Branche in Ihrer Pressemitteilung einen Satz gesagt, der für Aufruhr gesorgt hat. Nämlich Sie haben gesagt, im Jahr 2030 ist die Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffbranche Realität. Das muss man sich erstmal trauen, sowas. Ja, das ist richtig, aber wir sind überzeugt davon, dass das passieren wird, weil es passieren muss. Und wir haben heute hier auf der CAR die Bestätigung, dass Circular Economy einmal erkannt worden ist von der Kunststoffindustrie, dass es erforderlich ist. Und es ist ein Hauptthema auf der CAR und überall sichtbar. Das stimmt, es wird auch auf allen Messeständen über das Thema diskutiert. Bei Ihnen hier im Circonomic Center sieht man ganz eindeutig, dass die Begeisterung für das Thema sogar schon in der Branche angekommen ist. Nicht nur Interesse, sondern Begeisterung. Das schaffen Sie aber nicht nur alleine, sondern mit vielen Partnern, richtig? Absolut richtig. Das ganze Thema Circular Economy kann nur als partnerschaftliches Kooperationsthema gesehen werden und entwickelt werden. Und natürlich probieren wir hier Kooperationen zu zeigen, um der Kunststoffindustrie zu zeigen, es geht, aber es braucht die Gemeinschaftlichkeit. Vor den Augen der Messezuschauer, der Messebesucher rezyklieren Sie. Das heißt, Sie trauen sich hier, einen Prozess in der Öffentlichkeit zu zeigen, an dem viele andere sich die Zähne ausbeißen. Und zwar am Ende mit einer Qualität, mit einer Produktqualität, die gut genug ist, um neue Produkte wiederherzustellen. Das ist etwas, das hat sich die Branche lange gewünscht. Ja, Sie haben zwei Dinge gesagt. Wir trauen es uns, weil wir überzeugt sind. Aber wir trauen es uns nicht nur mit einem Material. Wir verarbeiten hier 10 verschiedene Materialien während der CAR mit der gleichen Anlage optimiert, was umso mehr eine Herausforderung ist. Und das Kreigranulat wird dann in vielen Produkten wieder zurückgeführt, auch hier auf der CAR. Welche technologischen Highlights stecken in dieser Anlage, die diese Qualität ermöglichen? Ja, die technologischen Neuheiten in dieser Anlage ganz spezifisch ist einerseits das gesamte Thema Quality On, Color, Farbe und spezifisch der Polymer-Scan. Eine Weltneuheit, wo wir hier im Extrusionsschritt die Polymerzusammensetzung messen, analysieren und darauf reagieren können, ob 98% oder 95% LDPE auf das Förderband kommen. Also aus Ihrer Sicht, mit dieser Art von Technologie ist diese Vision, 2030 die Kreislaufwirtschaft in der Branche zu haben, machbar, oder? Wir sind dem machbarer geworden, einen Schritt näher gekommen und es zeigt, durch die Innovationen gesetzt werden können, um das Ziel zu erreichen. Danke für diese Blicke hinter die Kulissen von EREMA und ich schaue mich jetzt noch ein bisschen hier um. Vielen Dank, Manfred Hackel. Danke ebenfalls fürs Besuch.